Ja, die Kabine von Abelmir liegt nur einige Meter weiter, wenn du aus der Tür heraustrittst. Das muss wohl ehemals die Kajüte, warum ehemals, in der anderen Realität. Denn das ist die gleiche Zeit. In der anderen Realität gehört das wohl Raphim, aber diesen Raphim gibt es hier gar nicht. Hier gibt es nur Torgosch und Eldan Gorbas. Du hast damals deine Reise nach Alanfa wohl gar nicht angetreten. Du kannst die Tür öffnen und siehst, wie es mehrere Male klickt. Du spürst, wie eine intuitive Matrix nachgibt und dann auch mehrere Zauberzeichen kurz aufglühen, wenn du den Raum betrittst, aber auch nichts passiert. Ein wohlgeordneter Schreibtisch, eine große Zeichnung von dir und deiner Frau, eine hübsche Mittelreicherin, und einige Kinder, die du darauf erkennen kannst. Und ein Interessant. großes Buch mit ja, Abschriften von dem Daimonikon, was zumindest dort auf dem Schreibtisch liegt. Interessant. Ich betrachte dieses Bild einmal, schüttel einmal den Kopf und wende mich dann dem Buch zu, setze mich davor auf den Schreibtisch, auf den Stuhl und blätter die ersten Seiten um und versuche es zu lesen. Die Kann legendären 8 Hochkönige Lamarias fielen oder wurden in die Finstersphären gerissen, ganze Völker entwurzelt. Die überlebenden Blauen Mare selbst aber schienen von einem göttlichen oder dämonischen Fluch getroffen, so mächtig und verzehrend, dass es ihnen fortan unmöglich schien, weiterhin am Wasser zu siedeln. Interessanterweise berichten 12 göttliche Schriften von der drittgeborenen Tochter der Menschen, Myar Marhyna, deren Hintergrund enge Parallelen zum Schicksal der Mare aufweist. Es heißt, dass sie Tausende ihrer Nachfahren überlebte und sterben sah und dass sie deren Schicksal nicht ertragen konnte. Zweimal soll sie ausgezogen sein, ihren Söhnen und Töchtern ein neues Land zu finden, aber alles, was Marhyna anfing, war zum Scheitern verurteilt. Und auch ihre Nachfahren sollen den Fluch tragen, nichts Bleibendes zu schaffen und nur aufzubauen, um einzureißen. ich würde mir probieren, das Gelesen. Wie dick ist denn dieses Buch? Ist es halt gleich Es am ist Anfang? ein Quarto, es ist ein riesiger Wälzer. Okay. Alles in deiner eigenen Handschrift angefertigt. Der Mann muss tatsächlich genial gewesen sein. Anstatt dass er in Al-Anfa gewesen ist und Raphim getroffen hat, hat er wohl tatsächlich in Punin weiter studiert und dort weiter seine Theorie, ja, verfeinert. Interessant. Diese Handschrift, die kommt mir sehr bekannt vor. Ja, ich würde weiterblättern und ich würde probieren, die wichtigen Sachen mir mit einem Memorans einzuprägen. Dann würfel dein Memorans. Ja, hinter dir kannst du dann auch spüren, wie Zulamin dich beäugt, also den brennenden Blick dieser Dieben hinter dir und auch die anderen, die da mitgekommen sind. Eldan Gorbas, der bei euch viel mehr Maler ist, hier kann er wohl auch zeichnen, aber ist wohl noch ein, ja, guter Magier, so wie du ihn damals auf der blutigen See kennengelernt hast. Und nicht ausgebrannt. Übertreten dann die Schwelle oder bleiben die vor der Tür stehen? Also zumindest die anderen bleibt draußen stehen. Ja, so Der würde lange ja nie im auch. Leben aber mehr das Zeug anfassen. Dito. Vielleicht könnt ihr die Tür schließen, wenn ihr schon draußen noch herumsteht. Von außen natürlich. Nein, ich denke nicht. Ach, Das würde unseren Anweisungen widersprechen. Das Kein Letzte, was wir brauchen, ist, Vertrauen. dass du das Zeug nimmst und dann verschwindest. Wie gesagt, ich werde auf jeden Fall verschwinden, ob ihr mir traut oder nicht. Dann ist es umso wichtiger, dass wir dafür Sorge tragen, dass du das Zeug nicht mitnimmst. Nein, das Wichtige habe ich mir schon eingeprägt. Nun, wenn ihr nichts dagegen habt, würde ich gern weiterlesen. Bitte? Du Wir haben blätterst Zeit. eine weitere Seite um und siehst wohl eine Abschrift vom Vark-En Geltim, das Erbe der Rassen, was wohl ehemals von Tubal-Kain mit dem kalten Herzen geschrieben worden ist. Dies ist nun eine kommentierte Version von Abelmir. Die Echsen, Interessant. deren Erbe wir errungen haben, traten allenfalls in der Folge einer anderen Rasse, von denen die Götter, Sprache und Zauberei übernommen worden sind. Wie das Mogulat dem Reich von Tsetha folgte, folgte Tsetha dem Reich von Vayat. Man nehme die bekannten Götter Caruban und Belcorton. Was sind sie anderes als die exischen Kerubyz und Krotonch? Was anderes als die geheimnisvolle Kerubyt und Krikorn? Krakon, Krauer, Kor.
die die versunkenen Stelen von Talusa preisen. Baal Not offenbarte mir, dass mir die Vergangenheit nicht ruht, sondern nur lauert, die Zeiten umzukehren. Einzig, wenn wir die Zeit konservieren, können wir uns etwas wappnen. Ansonsten werden wir wohl wirklich ins Meer zurückkehren, wie Shamshirib nicht müde wird zu behaupten. Faszinierend. Ich bin wohl ein sehr kluger Mann in dieser Ebene, nicht wahr? Das kann man so sagen. Der Glückste, den ich hier getroffen habe. Interessant. Hast du dich in deiner Realität auch mit Salve Konservatin duelliert und ihn blamiert? Nein, er ist ein guter Freund, ein Bekannter von mir. Ah, ich habe keinen Grund, mich mit ihm zu duellieren. Sagt mir, könnt ihr mir einen Tee bringen? Die Luft hier ist doch etwas stickig. Ach ja, jetzt klingt die ja wie unser Abel mir, muss ich sagen. Der lässt sich auch immer von mir Tee bringen. Zulamin, ich würde das übernehmen, aber behaltet ihm gut im Auge, ja? Nicht, dass er lange Finger bekommt. Nun, wenn ihr dazu bereit seid, Eltern? Ihr wisst doch, ich bin... Die Freundlichkeit... Gut für Bildung. Diese Welt. Wie schön ihr das sagt. Behaltet eure Finger bei euch. Dann könnt ihr sie auch behalten. Keine Sorge, meine Finger will ich behalten. In allen Realitäten ging er zu euch. Oh, aber dann hast du in deiner Realität bestimmt den Lehrstuhl für Metamagie in Punin angenommen, den Prisha dir angeboten hat. Nein. Ich habe, nun ja, die Fronten gewechselt, könnte man sagen. Ich bin jetzt in der schwarzen Gilde. Aber mir. Wirklich? Ja. Da seid ihr ja ganz schön tief gesunken. Die Umstände verlangten es. Vor allem hast du Prisha in dieser Realität wohl nicht ihre Gedanken gestohlen. Vermutlich nicht, nein. Aber du hast wenigstens Frau Purzens Tochter geheiratet, ja? Sie hatte keine Tochter. Keine Tochter? Sind ihre Kekse ebenso gut wie in meiner Ebene? Die Kekse sind in jeder Realität so gut. Gut. Ein interessantes Werk, nicht wahr? Habt ihr es schon gelesen, Elder? Wo ist der überhaupt? Ach ja, wollte er mein Tee holen. Richtig. Ach, hier bin ich wieder. Ja, ich höre meinen Namen. Zulamin, wart ihr das? Nein. Habt ihr das Werk schon gelesen? Enttäuschend, dass ihr etwas von mir wolltet. Welches Werk? Dieses Werk hier. Aber mir lässt mich nicht an sein Zeug, müsst ihr wissen. Er. Ich würde mich ja mit ihm streiten, aber mit so einem Intellekt zu streiten, da habe ich die Erfahrung gemacht, das macht mehr als keinen Spaß. Wahrlich, wahrlich. Es ist ja nicht, als würde man mit euch reden. Der Mann ist wirklich auf einer ganz anderen Ebene. Ah, aber mein Tee kann ihn bringen. Ah, warte, ich komme euch entgegen, damit ihr dieses Zimmer nicht betreten müsst, diese Kabine. Hier, ich habe den gemacht, den Abel mir immer gerne trinkt. Ich hoffe, er gefällt euch. Aus Al-An war es gar seltsam, nicht wahr? Dass er da so einen Geschmack hat. Nun, nicht bevor sie den Tulamidengold, aber nun ja, was soll man machen? Ein Stück kann ich sogar? Gut. Ist er tatsächlich etwas weich gespielt, muss ich sagen. So etwas würde Ihnen nie in den Tee kommen. Nun gut. Damit muss ich wohl leben. Aber Wissen geht vor Wohlstand. Das wiederum klingt nach ihm. Ich wollte gerade sagen, eine gewisse Prise von ihm habt ihr. Ja, wenn ihr nur seinen Verstand hättet. Nun ja. Du blickst nochmal auf die Schriften, die vor dir liegen in deiner eigenen Handschrift. Die Neckar sind Geschöpfe Efforts und den Menschen wohlgesonnen. Empfange eines Neckermanns oder einer Neckardame Kuss und nie wieder wird dir Unbill widerfahren auf hoher See. Die Zeliten kennen keine Sprache und daher keine Götter, was sie zu stumpfsinnigen und armseligen Geschöpfen macht. Der Gott der Krakonier aber ist Krakon, nach dem sie benannt. Der Krakengötze ist gar niemand anderes als der Daimon Yonaho und so nimm dich vor ihnen in Acht. Die Achas wiederum kennen nur Harangar und sind damit allesamt verdammt. Ja, ich würde nur meinen Tee trinken und weiterlesen und blättern. Ich weiß nicht, wann ich zurückkehre, aber solange werde ich die Zeit auf jeden Fall nutzen, um so viel wie möglich zu erfahren. Mein Boy, gar nicht. Das bleibt jetzt so.
Ulamin vertreibt sich die Zeit damit, mit einem Messer zu spielen und sich den Dreck unter den Fingernägeln herauszukratzen. Ja, du wirst tatsächlich die ersten 2-3 Stunden, du hast ja auch schon eine Stunde diese Glyphe aufgezeichnet, immer wieder darauf warten, dass du zurückkehrst. Und dann aber auch natürlich wissend dir alles versuchen, mit einem Memorans zu notieren, was du selbst einmal notiert hast, um es dann eben wieder zurück in die andere Realität zu nehmen. Spätestens gegen Abend, wenn du dann Seite um Seite gelesen und verinnerlicht hast, wirst du allerdings auch nervös und irgendwann ist es dann auch an der Zeit, schlafen zu gehen. Zumindest die anderen würden sich nach einer letzten Besprechung, sie sind ebenso auf dem Weg nach Selem, zurückziehen in ihre Kajüten und nur noch das wissende Auge von Zulamin als Fexgeweihte wird dich begleiten, aber auch sie ist langsam, aber sicher müde. Und du siehst in deiner Kajüte das Bett, was dich dort anlächelt. Deine Augen fallen auch fast zu. Und immer noch bist du in dieser Realität gefangen. Nun, ich werde mich über etwas ausruhen. Wenn Abel mir auftut, sag ihm Bescheid und Zulamin? Hallo? Sind Sie noch wach? Ja, bin ich. Nun, ich werde hier übernachten. Ich denke, dieses Bett ist wie für mich geschaffen. Renn nicht weg und... Oh, keine Sorge, ich laufe nicht weg. Aber legt euch hin, vielleicht ist das die Lösung. Vielleicht bekommen wir so unseren Abelmir zurück. Wenn ja, bestellt ihm schöne Grüße aus einer anderen Realität. Wenn du am nächsten... Entschuldigung. Wenn du am nächsten Tage erwachst, wirst du feststellen, dass du immer noch hier gefangen bist. Die nächsten 4 Tage lang. Immer noch auf der Reise nach Selem, wirst du in dieser Realität gestrandet sein. Hat der noch andere Bücher geschrieben, die ich lesen kann? Also du wirst auf alle Fälle, wenn du 4 Tage in dieser Kajüte sitzen willst und lesen willst, kannst du das tun. Da sind genug. Also auch dein Memorans wird dann irgendwann... Ich bin mir nicht ganz sicher, ob du noch andere Zauber wirken möchtest oder andere ASP ausgeben magst. Auf dem Weg zumindest wird nichts... Er hat doch seine Truhe mit den Zaubertränken hier hoffentlich, oder? Hat er sowas? Der hat hier sowas nicht, nein. Leider nicht. Gibt es hier einen Alchemist an Bord? Das müsstest du mal den Kapitän fragen. Ich habe jetzt halt 4 Tage. Ja, dann kannst du an der Kajüte vom Kapitän Diamantes klopfen. Ah, Kapitän? Rein. Ach, bei mir. Bist du wieder da? Nein, ich bin immer derselbe aus einer anderen Realität. Sag, habt ihr einen Alchemisten an Bord? Aber selbstverständlich haben wir einen Alchemisten an Bord. Wo glaubst du, bist du hier? Auf einer billigen Schaluppe? Wir sind auf der Drachentöter. Und wie heißt dieser Alchemist? Wie heißt dieser Alchemist? Serpentilio natürlich. Ah, wir wissen etwas, bleibt gleich. Interessant, nicht wahr? Diese zeitlichen unterschiedlichen Ebenen und trotzdem, manche Sachen ändern sich nie. Ach, wie auch immer, sollte... Ich hoffe, du hast nichts in der Kajüte von Abelmir durcheinander gebracht, sonst müssen wir uns das noch eine Weile anhören. Wie kann ich etwas durcheinander bringen, was ich selbst erschaffen habe? Ich glaube, wir sind uns einig, dass du dies nicht erschaffen hast. Nun ja, ein anderes Ich, ein alter Ego sozusagen. Mit jedem Tag, den du länger hier bist, steigt in zumindest denen, die Bescheid wissen, der Gedanke, dass das vielleicht so bleibt. Und das ist ein Gedanke, dass wir ernsthaft mit dem Verlust der Schlacht rechnen müssen. Und bisher sah es nicht so aus. Also, versuch dich so zu verhalten, wie unser Abelmir es verhalten hätte. Sprich mit niemandem an Bord, den du nicht sprechen musst. Und so, dass niemand herausfindet, wer du eigentlich bist. Nun, dann könnt ihr mir vielleicht oder einer eurer Bediensteten ein paar Astraltränke besorgen. Wenn ich schon nicht mit dem Alchemisten reden darf, muss es jemand anders tun und mir bringen. Wärt ihr dazu in der Lage? Was du auch immer brauchst, du kannst dich an Jarlan wenden. Der macht das mit Lieben, gerne. Ja, gut. Schließlich ist er mein erster Offizier. Wo war seine Kabine noch gleich? Direkt links, wenn du rausgehst. Und mach die Tür hinter dir zu.
Nun gut. Ja, ich klopfe links an die Kabine. Sulamis Kabine? Eigentlich, aber egal. Herein? Das ist nicht Jalans Kabine. Gegenüber. Ah, euer Kapitän hat wohl ein gleiches Links-Rechts-Problem, nicht wahr? Vielen Dank. Ja, gehe ich rüber und klopfe bei ihm. Ja? Die Tür öffnet sich und er steht etwa 3 Millimeter vor dir. Ihr müsst nicht so nah an mich herantreten. Es reicht, wenn ihr die Tür öffnet. Sicher doch. Was braucht ihr? Ich bräuchte ein paar Astraltränke von eurem Alchemisten. Serpentio. Nehmen wir nach eurem Schiff ist das Labor an derselben Stelle. Nun, der Kapitän befahl mir, keine Aufmerksamkeit zu regen und mit niemandem sonst zu reden. Deswegen sagte er, ich soll mich an euch wenden, damit ihr mir diese Tränke beschafft. Es wäre euch ein Vergnügen, sagte er. Und was sage ich dem Alchemisten, wenn ich zu ihm komme und Zaubertränke haben will? Sagt ihm, sie sind für mich und er soll keine weiteren Fragen stellen. Und was sage ich ihm, wenn er fragt, warum er nicht persönlich vorbeikommt? Ihr seid schlau, ihr findet schon eine Ausrede. Natürlich doch. Sagt ihm, ich bin beschäftigt mit wichtigen Dingen und kann mich solchen profanen Niedrigkeiten nicht widmen. Wenig später kehrt Jalan mit 1D4 Astraltränken zurück. Vielen Dank. Stellt sie doch einfach ab. Ich hole sie mir gleich. Eine, bitteschön. Gut, egal. Ja, ich würde mich dann weiter an den gesammelten Werken Abelmir Jamorines widmen und hat er arbeitet an einer bestimmten Sache. Finde ich diese hier irgendwo? Ja, woran würde denn Abelmir aus einer anderen Realität arbeiten? Sag du es mir. Sie sagten, er arbeitet mir an einer Lösung zur Zerstörung der Plagenbringer. Und das beinhaltet vermutlich oder ein Artefakt oder ein Schriftstück oder eine Lösungsmöglichkeit, die vermutlich hier irgendwo ist. Die Meisterthesis zum Eis. Das heißt konkret, Meisterthesis ist ein bisschen schwammig vom Eis. Also, sagt mir jetzt gar nicht, also kann ich persönlich nichts mit anfangen. Du siehst wohl, dass er in einer Zauberwerkstatt versucht hat, alle Eiszauber in einem großen Ritual zu kombinieren. Das ist wohl so sein Masterplan, sein großes Werk, sein Magnum Opus. Um die Arche mit Hilfe des Eises zu vernichten, weil Eis das einzige Element ist, was der Arche wirklich schaden kann? Kurz als Erinnerung, Abelmir. Wir haben gesagt, wir haben den wahren Namen der Dämonenarche hier, Plagenbringer. Das heißt, es geht nicht speziell um die Arche, es ging um alle Archen, denn sie sind alle um Eis hier nicht immun oder resistent. Na, vor allem Jalan hat ja auch dir schon erzählt, dass ihr irgendwo vor Port Korrat eine 40 Meter große Arche vernichtet habt. Aber den wahren Namen wirst du hier sicher nicht finden. Das ist viel zu gefährlich. Unser Abelmir würde den niemals aufschreiben, der ist in seinem Kopf. Mhm. Aber zumindest diese Theorien, die er dazu entwickelt hat, die muss er irgendwo niederschreiben. Also die Forschung dazu. Genau, auf seinem Schreibtisch findest du dann auch nach einigem Suchen die Meisterthesis zum Eis. Eine Zauberwerkstatt, wo er alles in einem großen gemeinsamen Ritual vereinen möchte. Ja, das ist ein gefundenes Fressen für mich. Wenn das in meiner Realität auch so funktioniert, ist vorausgesetzt. Ja, wenn du genug Zeit hast, kannst du das sicherlich fortsetzen. Ich habe vier Tage gesagt? 4 Tage. Dann kannst du, wenn du möchtest, alle Eiszauber lernen mit Lehrmeister bis 7, die du möchtest. 4 Tage Zeit, Memoranz und 1D4, also 1 Astraltränke. Und so kannst du nach 4 Tagen wieder in deiner eigenen Kajüte aufwachen.